Jetzt gucken wir mal, ob das Fleisch auch richtig schön zart geworden ist. Oh, es zerfällt schon. Man kann es gar nicht schneiden. Es So ist es zerfällt. aber richtig. Ja, zerfällt einfach so. Dann ist es so. Wunderbar, perfekt. Dann hast du gut gekocht. Ja, haben wir gut gekocht. Ne? Wahnsinn, guckt euch das Ja, an. das Fleisch ist echt top. Ja. Ja, also Messer könnt ihr verkaufen oder verschenken. Bei unseren Gerichten braucht ihr das selten. Also mit dem Löffel, ne, oder? Rinderfleischtopf. Heiß. Und super lecker. Ganz klasse. Tolle Schärfe. Super Geschmack. Wahnsinn. Das Fleisch zerfällt auf der Zunge. Es ist so zart. Wir hatten es ja 2 Stunden im Backofen. Wunderbar. Perfekt. Einfach super. Und es ist leicht zu machen. Da können die Kinder auch helfen beim Schnibbeln, beim Kleinmachen. Nehmt sie ruhig dazu. Das macht ihnen dann Spaß, auch wenn sie erstmal ein bisschen Widerstand haben. Ich habe früher auch nicht gekocht, erst sehr viel später angefangen damit. Es ist doch eine große Freude, vor allem wenn man als Familie dann zusammen was machen kann. Kann ich nur empfehlen. Ja, einfach wunderbar. Und wie man das jetzt kocht, ganz einfach. Man braucht halt nur Wartezeit für den Backofen. Das zeige ich euch jetzt im Video. Schön, dass ihr dabei seid. Das Rezept verlinke ich wie immer unterhalb des Videos in der Beschreibung mit einigen Variationen. Und alle Varianten sind oder Rezepte sind alle bei uns kostenlos. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Und was benötigen wir für unseren herzhaften Rindfleischtopf? Natürlich Rindfleisch. Da haben wir wieder ein ganz tolles Rindfleisch, ein Roastbeef am Start. Das holen wir direkt vom Bauern. Der züchtet die Rinder selber, hegt und pflegt sie. Die Rinder sind happy. Das merkt man auch am Fleisch. Und wir unterstützen direkt den Bauern vor Ort. Da haben wir natürlich was Gutes getan. Davon gehen wir wenigstens aus. Was benötigen wir noch? Hier haben wir einmal Lauch, Zwiebeln, haben wir 3 verschiedene. Dann haben wir an Gewürzen Knoblauch, Oregano, Lorbeerblätter, eine ja, Chilischote. Chilischote, Salz. Was haben wir noch? Paprika. Paprikapulver, ne? Genau. Dann haben wir kleine Tomaten, Kartoffeln, ganz wichtig, ich liebe Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln, ich mache so gerne Kartoffelgerichte, Bratkartoffeln, alles Mögliche. Ich bin da eine richtige deutsche Kartoffel. Dann brauchen wir Paprika, dann haben wir Möhrchen, ja, Tomatenmark, passierte Tomaten, da könnt ihr jede Marke nehmen, die ihr wollt. Wir haben halt die, die wir hier kriegen in der Nähe, weil wir leben ja auf dem Land. Da gibt es nicht so eine Riesenauswahl. Dann haben wir diesmal Rinderfond, den kaufen wir diesmal selber. Sonst machen wir den selber. Ich gucke mal, ob ich ein Video verlinke, wie man ganz einfach Rinderfond selber machen kann. Das macht Spaß, braucht man Knochen zu. Da haben wir jetzt leider keine. Ja, dann haben wir Keimöl, nehmen wir. Und Gemüsebrühe, die machen wir immer selber. Da verlinke ich euch das Video, wie man ganz einfach selber Gemüsebrühe machen kann. Denn die braucht man immer. Ja, und dann nehmen wir einen schönen Rotwein. In dem Fall nehmen wir einen Dornfelder von der Mosel. Ja, Rotwein, feinherb, da freue ich mich schon drauf. Und wir brauchen aus meiner Lieblingspfeffermühle Pfeffer. Dann legen wir mal los. Schön, dass ihr dabei seid. Das Rezept verlinke ich euch wie immer unterhalb des Videos in der Beschreibung. Ich freue mich richtig drauf. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Schön, dass ihr da seid. Kennt ihr noch die zauberhafte Genie? Die war nämlich da. Nicht nur in den 80er oder glaube 90er war das. Christine, kannst du dich noch daran erinnern? Ach ja. 80er Jahre, wow. Das kennt, glaube ich, kaum noch jemand. Aber die war heute hier. Die hat gezaubert. Denn wir haben euch nicht gezeigt, wie man das schnibbelt und klein macht. Das schöne Rindfleisch, die Paprika, die Karotten, die Zwiebeln, das Knoblauch und die anderen Gewürze, Kartoffeln, das Lauch, die kleinen Cocktailtomaten. Und wir haben die Tüte aufgerissen oder die zauberhafte Genie und hat die passierten Tomaten in die wunderschöne Schüssel getan. Ja, da haben wir euch das mal nicht gezeigt.
haben wir euch mal vorenthalten, wie man das alles schnibbelt. Aber jetzt machen wir mal weiter. Das Schöne an diesem Rindfleischtopf ist, dass man einfach nur alles reinmachen muss in den Topf und alles andere erledigt die Hitze des Feuers. Jetzt wird das nur ein bisschen benetzt zum Anbraten, anköcheln. Dann kommt das Fleisch rein. Sieht es nicht herrlich aus? Ich liebe das. Danke, lieber Gott, für dieses schöne Fleisch. Und habt ihr die Hühner gehört? Die sind mal wieder ausgebüxt aus dem Hühnerstall. Aber das ist okay. Das einzige Problem ist, die verstecken dann die Hühnereier überall auf dem Grundstück. Also man erlebt hier mehrfach Ostern auf dem Grundstück. Ja, so, dann Paprika. Ist es nicht herrlich? Ich liebe diese Farben. Also wirklich, was für tolle Farben die Natur hat. Das sind jetzt die Karotten. Also wenn man so sieht im Straßenverkehr, nur noch graue, schwarze, weiße Autos. Wo sind die 70er-Jahre-Farben hin? Man sieht nur noch Einheitsbrei. Wo sind wir gelandet? Ja, der Lauch. Dann kommen die verschiedenen Zwiebeln da rein. Dann die kleinen Cocktailtomaten. Dann die herrlichen Kartoffeln. Die holen wir übrigens auch vom Bauern in der Nähe. Da ist noch ein bisschen Haut dran, Schale dran. Die holen wir auch aus der Nähe von dem Landwirt, der die selber anbaut. Da kann man auch immer ein schönes Schwätzchen mit den Bauern führen. Und wir unterstützen ihn direkt. Dann kommen die passierten Tomaten dazu. Wir pflanzen jetzt Tomaten an. Und zwar haben wir extra ein Hochbeet gebaut mit einem Aufsatz, sodass wir ein Mini-Gewächshaus-Hochbeet haben. Da verlinke ich euch mal das Video unterhalb der Beschreibung. Das ist hochinteressant. Das befüllen wir jetzt und dann kommen die Tomatenpflanzen und Gurkenpflanzen rein und sind dann super geschützt gegen Regen, der von oben kommt, weil die mögen die Feuchtigkeit von unten. Und dann das Tomatenmark. Richtig, richtig schön intensiv. Großartig. Und jetzt kommt der Rinderfond dazu. Wie gesagt, diesmal nicht selber gemacht. Und die ganzen Gewürze. Christine, was haben wir da nochmal außer Knoblauch? Oregano, Rosmarin, Paprika, Salz, Lorbeer und nachher kommt noch Pfeffer hinzu. Genau. Ja, und dann kommt noch die Gemüsebrühe dazu. Wie man die macht, verlinke ich euch unterhalb des Videos, weil die braucht man immer. Guck mal hier, das ist meine Pfeffermühle. Ja, jetzt muss ich doch mal Werbung machen. Ich kriege das nicht bezahlt, aber ich bin begeistert von der Firma. Das ist die Firma Peugeot. Nicht zu vergleichen mit den französischen Autos, aber die kommt auch aus Frankreich. Das ist eine ganz andere Familie und glaube, seit über 100 Jahren machen die Pfeffermühlen. Ja, und das finde ich klasse, dass man da so ein Unternehmen auch unterstützt. Ja, jetzt rühren wir einmal das Ganze schön ein bisschen um, damit das alles ein bisschen sich miteinander verbinden kann. Oh, die Hähne, die schreien ja um die Wette. Und dann kommt das Allerwichtigste noch, ein leckerer, schöner Rotwein. Muss es gar nicht hier sein, ist ja zum Kochen da. So, wir geben nicht nur den Rotwein in das schöne Essen rein, in den Rindfleischstoff, sondern zumindest wollen wir den Rotwein auch ein bisschen probieren, ne, Christine? Ja. Brauchen einen kleinen bisschen. Welches Glas möchtest du haben? Ich nehme das. Du nimmst das, bitteschön. Dankeschön, so. Prost. Prost. Auf euch. Oh, sehr fruchtig, sehr guter Rotwein. Eigentlich viel zu schade zum Kochen. Und Olaf heute nicht da. Holen wir nachher rüber. Sehr lecker. Dann opfern wir den Rotwein für das leckere Essen, für den Rindfleischtopf. Und ein bisschen behalten wir aber über. Also der kommt jetzt in den Ofen, 90 bis 120 Minuten. Alle 20 Minuten, eine halbe Stunde mal gucken, wie sich das so entwickelt.
Aber es ist ganz einfach und es ist ein schönes Rezept. Da können die Kinder einfach mithelfen beim Schnibbeln. Das macht doch Spaß. Da kann man Geschichten erzählen oder Pläne schmieden. Unbedingt ruhig mit ins Boot nehmen. Oh. Ja, jetzt sehen wir uns bald wieder. 90 bis 120 Minuten und zwischendurch kommen wir mal auf Stippvisite. Jetzt lüften wir das Geheimnis. Oh. Lüften ist ein gutes Wort. Ne? Also es riecht nämlich super, 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 super lecker. Und es ist so heiß, dass es durch die Handschuhe durchgeht. Oh. Puh, schwer. Dann werden wir jetzt unseren herzhaften Rinderfleischtopf mal probieren. Also man könnte auch noch ein bisschen andicken, wenn man möchte. Aber ich würde es lassen. Und du bist ja auch so ein Soßenkasper. Ja, also genau. Von daher. Ein Suppensoßenkasper. Würde ich lassen eigentlich. Genau. Aber manch einer mag es ein bisschen fester, dann muss man mit ein bisschen Mehl andicken. Aber genau, Mehlschwitze machen. Jeder selber entscheiden. Wollt ihr mal ein separates Video machen von Mehl anschwitzen, genau. Mehlschwitze. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ob das Fleisch auch richtig schön zart geworden ist. Oh, es zerfällt schon. Man kann es gar nicht schneiden. Es zerfällt. So ist es aber richtig. Ja, es zerfällt einfach so. Dann wird es wunderbar, schön. Perfekt. Dann hast du gut gekocht. Ja, haben wir gut gekocht. Hm? Wahnsinn, guckt euch das an. Ja, das Fleisch ist echt top. Ja. Rinderfleischtopf. Mmh. Heiß. Mmh. Und super lecker. Ganz klasse. Tolle Schärfe. Super Geschmack. Wahnsinn. Das Fleisch zerfällt auf der Zunge. Es ist so zart. Wir hatten es ja 2 Stunden im Backofen. Wunderbar. Perfekt. Einfach super.